Brandschutzerziehung in einer neuen Qualität, das hat der Landrat des Landkreises Gotha versprochen. Heute soll es eingelöst werden. Ein sogenanntes Brandhaus will er heute vorstellen, wo in der Grundschule Wechmar Güntersleben. Die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha freut sich, hier unterstützt zu haben, weil eine super Unterrichtsstunde hier eben abgehalten worden ist, die mich nur begeistert hat. Die Kinder haben hier mitgemacht, haben gespielt und spielerisch gelernt. Und eine Wahnsinnsbegeisterung war hier zu sehen, trotz dass wir heute Rosenmontag haben und eine Feier unten ansteht. Dafür auch nochmal vielen Dank. Super Idee auch von der Feuerwehr, dass wir das unterstützen durften. Danke. Na, viel gefährlicher ist der Rauch, der entsteht. Und was wir jetzt hier uns sehr gut sehen können. Die Feuerwehrleute hatten das auf einer Messe kennengelernt und für gut befunden. Wir haben es auch hier mal getestet bei einzelnen Schülern. Und haben gesagt, das wäre eine tolle Geschichte, auch den Kindern und Jugendlichen so etwas zu zeigen, insbesondere im Grundschul-, aber auch im Kita-Bereich. Finanzierung ist natürlich nicht so ganz einfach. 17.500 Euro lassen sich nicht so ohne weiteres irgendwo herholen. Wir haben zum Glück die Regionalstiftung der Kreissparkasse ins Boot geholt, die dann sehr, sehr schnell davon überzeugt waren, dass das eine gute Sache ist.